Jo Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ihr seht schon auf Titel und ihr seht es auch schon jetzt gerade im Hintergrund. Es ist soweit, im heutigen Video werde ich euch die Reaktion von unseren Familien zeigen, wo wir denen gesagt haben, dass sie Eltern werden. Und Freunde, ich sag's euch, wie es ist, ich bin so hyped, dieses Video jetzt hier zu machen. Ich werde es jetzt gleich so machen, ich werde immer so ein, zwei Sachen noch zu den Clips sagen und dann zeige ich einfach die Clips komplett, ohne dass ich irgendwas dazwischen labere. Aber ich kann euch schon mal eine Sache sagen, es wird wieder verdammt emotional. Deswegen, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert sehr gerne meinen Kanal. Wir starten direkt rein und let's go. Okay, Freunde, wir starten rein mit dem allerersten Clip. Wir sitzen im Hintergrund und zwar mit meinem Papa. Dem habe ich das Ganze ja bei einem Videodreh gesagt, wo wir so Kinderbilder von mir früher geguckt haben. Habe ich ja in dem ersten Video auch schon kurz erwähnt. Und ich will gar nicht viel labern. Guckt euch das Video einfach an. Papa, wenn du das hier siehst, grüße ihn raus. Der frontet einfach sein Enkelchen, bevor es überhaupt da ist, Junge. Guckt euch einfach an. Let's go. Ja, da die Licht, Lukas. Ja. Und? Oha. Guck mal, das sieht aus wie ein Zombie. Das sieht doch jetzt wirklich aus, wenn hier das Gesicht sein soll, das sieht doch aus wie so die Mumie. Kennst du das? Ja. Ja, ich finde es aber sehr schade, dass du direkt beleidigst. Hey, warum? Warte. Warum steht da 2022? Du blickst es nicht, oder? Jetzt blick it. Jetzt lese ich doch gerade. Echt? Ja. Oh, warte. Von wem ist es denn? Oh, shit. Ja, aber schade, wenn das die Enkel irgendwann sehen, dass du dich schon beleidigst, bevor die da sind, aber ist okay. Aber jeder, ne, das ist Ballad. Ja, ich weiß. Du wirst Papa. Ich werde Papa. Ach du Scheiße. Oh, schön. Ich freue mich aber wirklich. Ich freue mich auch richtig. Ich glaube nicht. Du wirst das Kind ja nie zu sehen kriegen, aber es ist schön. Oh, oh Junge. Wie viele Woche ist es jetzt? Deswegen, ich lade das Video wahrscheinlich erst in einem Jahr oder so hoch. Aber ich wollte das so unbedingt sagen. Das ist krass, oder? Du bist einfach Opa. Das ist schon, aber es ist ja relativ spät Opa jetzt geworden, mit anderen 60, aber ist ja jedem seins, ne? Junge, mein Vater. Legende, Mann. Aber Freunde, weiter geht's mit meiner Mama. Und zwar, ihr seht schon im Hintergrund, wir haben das bei der so ein bisschen anders gemacht. Ihr müsst wissen, wir haben eine extra Kamera, wo wir einfach quasi Vlogs machen, die unsere Kinder später gucken können. Wir wollen einfach so viele Videoaufnahmen machen, wie es überhaupt nur geht, dass wenn unsere Kinder später älter sind, die halt einfach voll viel sehen können, so auch von ihren Eltern früher, wie wir gelebt haben. Wir haben zum Beispiel eine Haustour mal gegeben und so, die halt nicht auf YouTube kommt, aber halt nur für unsere Kinder sind. Viele denken sich jetzt, Junge, was ist falsch mit denen? Aber so sind wir halt. Und das hat meine Mama schon oft mitbekommen. Deswegen ist die Kamera für sie normal. Sie weiß, dass wir so ein bisschen hin und her filmen. Und deswegen haben wir die Kamera einfach mal aufgestellt, als sie dann reinkam. Und dann haben wir halt gesagt, dass wir gerade wieder filmen für später mal irgendwann und ob sie Hallo sagen will. Und jetzt kennt euch die Reaktion. Let's go. Für später mal, ne? Schön. Für die Kinder. Ja? Ja. Auch für die Kinder. Hallo, ich bin's, aber Oma. Kannst du aber richtig Hallo sagen? Ja, hallo. Ja, Hallo sagen. Ja, hallo, sag ich doch. Ich meine nicht in die Kamera, sondern zum Baum. Weil anfangen wollen, weil die ja auch so geplant hat. Und dann habe ich mir gedacht, na, jetzt wollen sie das mal umziehen. Ach, wie schön. Oh, toll. Ich freue mich. Mann, klasse. Wie weit bist du? Noch super ganz früh. Oh, super. Alina. Toll. Toll. Oh, klasse. Klassiker. Okay, Freunde, weiter geht's mit meiner Schwiegermama, also Alinas Mama. Und ihr seht es jetzt im Hintergrund, bei der haben wir das so gemacht. Alina hat eine Schwester, die hat bald Geburtstag und wir wollten der Mama das Geschenk für die Schwester quasi zeigen. Und damit die Schwester das nicht sieht, haben wir sie halt abgeholt und woanders hingebracht, was eigentlich überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Aber, Freunde, ihr müsst wissen, sie hat so ein Armband. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Meine Freundin hat auch so ein Ding, da kann man verschiedene Anhänger dran machen. Und in dem Kästchen, was ihr gleich seht, ist halt ein Schnuller-Anhänger, was wir halt für sie geholt haben und nicht für die Schwester. Und in dem Clip haben wir es ihr geschenkt und sie hat auch direkt verstanden, was es heißt mit dem Schnuller. Weißt du, was das ist? Ja, so süß.
Dieses Video ist wieder so emotional. Ich sehe die Clips jetzt auch einfach alle nochmal und ich krieg schon wieder Tränen, Junge. Aber weiter geht's mit meiner Oma und meiner Schwester. Meine Schwester ist sogar aktuell in Amerika für ein Jahr in Sacramento. Wilder Name. Und ganz viele von euch haben mich auch gefragt, was mit meiner Oma ist. Warum hat sie da auf einmal sowas? Ich hab's im Denergy-Video schon kurz erwähnt. Meine Oma ist halt leider hingefallen und hat sich den Arm so ein bisschen ausgerenkt. Und deswegen hatte die dieses Ding halt an, wo sie die ganze Zeit den Arm gestützt bekommt. Aber inzwischen wieder alles gut. Das Ding ist weg. Meine Omi geht's gut. So muss das laufen, Freunde. Aber ja, zu der Story. Ich war in Österreich mit Revi. Vielleicht habt ihr die Folge gesehen bei Red Bull. Wir sind Rafting gefahren. Und ich war generell da, hab ihr so ein bisschen davon erzählt. Und während ich ihr die ganze Zeit Bilder von Österreich gezeigt habe, war dann ein Bild dabei von einem Ultraschallbild. Und das haben wir ihr dann gezeigt. Meine Schwester wusste auch von gar nichts. Und deswegen, guckt es euch an. Kam der Arzt, hat der mich okay. hat der alles aufgenommen. Noch ein Bild. Was ist das dann? Na. Das ist doch eine Brille. Nein, das ist keine Brille. Was ist denn das? Was ist das dann? Baby, Oma. Was ist denn da ein Baby? Ich hab Werbungen. Alina. Ja, ja. Oh, Alina. Ich hab ja... Alina! Super! Alina! Ja! Schön! Alina, Alina, schön! Schön! Alina, schön! Oh, das ist gut, ne? Was ist das für ein Stück? Omi, wie wohl? Ach, das ist ja super. Ach, Alina, das ist ja super. Danke, das ist ein Mädchen. Ach, das ist ja super. Ja. Weiter geht's mit meiner anderen Oma und die Reaktion war auch so süß, Freunde. Wir saßen bei ihrem Esszimmer und haben Babyfotos von mir geguckt und haben in dieses Fotoalbum einfach ein Ultraschallbild von unserem Baby reingemacht. Und ja, guckt euch einfach an. Man sagt ja auch, der Fröbel hat, wie gesagt, der Erzieher, alles erst im Kind ist ewig. Das ist und Erziehung, Beispiel und Liebe. Was war das? Heute hier, Ultraschallbild. Zeig mal. Ultraschall. Das ist voll krass, wie es aussieht, ne? Ja, ja. Von wann war das? Ja, das steht ist das drauf? Ist ja, das Embryo ist ja gerade am Kommen. Nicht. Ja, aber steht das drauf, von wann das war? Habe ich keine Brille an, kann ich nicht erkennen. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Also jeder, aber warte, da steht 29.07.2022. Kann nicht stimmen. Nee, kann nicht stimmen. Aber steht auch Alina Eisele drauf. Komisch. Oh, ehrlich? Ich hab eben gedacht, das kann doch nicht stimmen. Schön. Oh ja, dann herzlichen Glückwunsch. Meine Oma. Deswegen wollten wir die ganze Zeit, dass du weitermachst. Ich hab wieder mal durch dann hier das Bild von dir hier drin. Ja, dann alles Gute, mein lieber Mann. Dankeschön. Das ist das erste Mal Uroma. Ja. Die kam für einen kurzen Moment auch gar nicht klar, Mann. Aber sehr, sehr süße Reaktion, Freunde. Und deswegen machen wir auch direkt weiter mit der Schwester von meiner Freundin. Auch legendär. Und die Reaktion fand ich auch so süß, Freunde. Das Ding ist, sie freut sich, glaube ich, genauso krass darauf, Tante zu werden, wie wir, dass wir Eltern werden. Und das hat man auch an der Reaktion gemerkt, weil ich glaube, keiner hat so viel geholt wie sie. Ich fand das so krass, Junge. Sie ist voll ausgerastet auf einmal. Und sagt sogar Danke zu mir. Schaut es euch einfach an.
Und by the way, in der Box, die sie jetzt öffnet, ist ein positiver Schwangerschaftstest drin. Zu guter Letzt kommt noch Alinas Papa, Oma, Opa. Wir waren halt im Wohnzimmer und haben es allen dann gleichzeitig gesagt, indem wir denen auch so kleine Geschenke gemacht haben, wo so Mini-Söckchen drin war, so Baby-Söckchen. Und auch sehr, sehr cooler Clip. Ich muss dazu sagen, das war an einem Sommertag. Es waren, glaube ich, draußen wieder 100 Millionen Grad. Ihr wisst alle, wie es diesen Sommer war, irgendwie 40 Grad oder so. Deswegen hat Alinas Opa kein Oberteil an. Der Lifestyle, wenn man zu Hause ist, konnte ja keiner wissen, dass wir gleich filmen. Aber Freunde, guckt es euch einfach an. Gleich gehört aus Österreich und sehr wild. Na, aber das ist echt nur, du hast noch nur Kleinigkeiten. Das ist sehr schön. Nicht fest da drüben. Na ja, ohne Lukas kann das nicht. Schwierig zumindest. Danke. Also, dann bin ich schon Uropa. Dann bist du jetzt Uropa. Aber ja, Freunde, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Es ist zu wild. Jetzt ist alles raus. Ihr wisst wirklich komplett eigentlich alles. Ihr habt alle Reaktionen gesehen. Ihr wisst, wie es abgelaufen ist. Ich will noch ganz kurz zu dem Clip hier was sagen. Und zwar haben mir viele in die Kommentare geschrieben, so, hä, hast du nicht geheult? Hast du dich nicht so krass gefreut? Also jeder hat es gegönnt, das war nichts Negatives. Aber ihr habt es ein paar Mal reingeschrieben. Ihr müsst wissen, bevor dieser Clip hier zustande kam, sind schon 10 Minuten oder so vergangen, wo wir es wussten. In dem Moment, wo meine Freundin diesen Test gemacht hat, unten im Bad, und der auf einmal positiv war, hat sie einfach alles fallen gelassen, ist direkt nach oben gelaufen. Eigentlich haben wir geschworen, wenn es positiv ist, wir holen direkt eine Kamera und filmen das. Hat gut funktioniert. Aber voll normal. Ich glaube, ich hätte gar nicht anders reagiert. Sie ist auf jeden Fall dann direkt komplett hoch zu mir gelaufen. Wir haben ja 3 Etagen im Haus. Sie kam direkt ganz hoch zu mir und sie hat es mir dann direkt gesagt. Und Freunde, dieser Moment, als sie hier einfach reingekommen ist und so gezittert hat, so, es war so krass, ich kam gar nicht auf mein Leben klar. Und halt erst nachdem wir schon die ersten Minuten mit uns selber verbracht haben, erst dann haben wir die Kamera angemacht. Deswegen wirkt das vielleicht ein klein bisschen kalt. Aber glaubt mir, Freunde, wir haben uns vorher so geisteskrank auch gefreut. Und auch da haben wir uns immer noch gefreut. Wir freuen uns auch heute noch. Ja, das war auch so ein legendärer Clip. Ich bin am Zocken. Und ich war halt wirklich in einem Livestream, ne? DNA, Mirko, Grüße gehen raus. Ich habe dem jetzt vor ein paar Tagen erst gesagt, was da passiert ist, warum ich damals einfach eine Stunde AFK war oder so. Das lag genau daran. Zone kommt. Halt mal kurz. Das war echt, oh, ja gut. Da, hoppala, da spulen wir mal ein bisschen vor. Oder zweimal. Aber... Ich hab keinen Bart und sehe scheiße aus. Ey, das war kurz, nachdem ich wegen nicht lachen mit dem Bart abmachen musste. So lange ist es schon her. Es war irgendwann im Sommer, deswegen war ich auch oberkörperfrei. Ich glaube so Juli oder so war das.
Streifen und Ich hoffe, ja, aber nicht deinen Eltern sagen oder so. Jetzt denkt auch wieder jeder, warum nicht den Eltern sagen? Wir wollten, wie ich in dem einen Video schon gesagt habe, wirklich erstmal warten, bis der Frauenarzt bestätigt und alles gut ist und so. Und dann hätten wir es jedem gesagt. Haben wir auch genauso gemacht. War auch genau das Richtige so. Aber war zu krass. Auch der Cliff. Das war doch am selben Tag, kamen noch Freunde und so zu uns. Und egal, wo wir hingegangen sind, wir haben einfach im Garten gechillt. Ich war ein bisschen auf TikTok. Egal, was wir gemacht haben. Meine Freundin, warum zoomt sie so ran? Meine Freundin hat die ganze Zeit Tests dabei. Und erst recht gönnt euch, dieser Strich ist noch so ganz, ganz leicht erst. Digga, das ist zu krass. Das ist echt zu krass. Heftig. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, das war's dann wirklich mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert sehr gerne meinen Kanal, wir sehen uns. Haut da rein. Und Kuss an alle und wirklich einfach mal ein riesen, riesen Dankeschön an alle, die gratuliert haben, die mir auf Instagram geschrieben haben, die mir auf YouTube kommentiert haben, die egal wo uns kommentiert oder geschrieben haben. Ich krieg's halt so verrecken, nicht in jedem einzelnen Danke zu sagen. Aber das jetzt wirklich an alle von euch. Dankeschön, wirklich, hat uns übertrieben gefreut. Wir waren komplett überwältigt. Wir haben wirklich nicht damit gerechnet, dass es so krass abgeht. Es haben tausende Leute drauf reagiert, auf TikToks gegen Clips rum. Die haben 4-5 Millionen Klicks. Junge! Deswegen wirklich, Kuss geht raus an alle von euch, Freunde. Hat uns sehr, sehr berührt und hat uns wirklich komplett überwältigt. Wir kamen gar nicht klar. Vielen, vielen lieben Dank. Wir sehen uns morgen. Haut rein und macht's gut, Leute. Ciao.